Später, okay? Ha. Ich bin mir gerade nicht sicher, was jetzt besser ist. Auf der anderen Seite, der Drog hat letztlich uns damals Geld abgeknöpft, dass er für uns bürgt. Naja. Hallo, Katta, meine Liebe. Grüß dich. Cormax Eskorte hat mich erreicht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Es war Alreks Plan. Ja, aber er hat ihn sicher nicht ausgeführt. Dafür ist er viel zu vorsichtig. Damit bist du es, dem ich zu verdanken habe, dass ich nicht mehr im Dreck schlafen muss und genug zu essen habe. Und das Beste an der Sache ist, dass das miese Schwein Drog aus dem Weg geräumt wurde. Hier, mehr habe ich leider nicht. Im Exil verdient es sich schlecht. Außerdem gebe ich dir ein Kleinod mit, das dir noch von Nutzen sein wird. Wenn es soweit ist, wirst du wissen, was ich meine. Danke. Aha, Katas Kralle erhalten. Okay, die Katta war tatsächlich die Diebin. Was wirst du jetzt tun? Ich verrichte meinen Dienst am Tor und werde mich gut mit den Warlords stellen. Außerdem habe ich hier und da noch unerledigte Geschäfte, denen ich nachgehen muss. Ja, die Katta war tatsächlich die Diebin. Also, wir haben den Drog jetzt in die Wüste geschickt und die Katta war tatsächlich die Diebin. Es gibt nämlich, glaube ich, im Banditenlager gab es tatsächlich eine Truhe mit dem Namen Katta. Oh Mann, ich habe jetzt einen Unschuldigen weggeschickt für eine Schuldige. Okay, Happy, du bist einfach ein Genie. Du bist einfach der größte... Ja, ach, keine Ahnung. Es ist unfassbar. Es war tatsächlich die Katta. Ach, Mann. Geschäfte. Klingt eher so, als hast du vor, dir neuen Ärger einzuhandeln. Dir kann man wirklich nichts vormachen. Als man mich seinerzeit abgeurteilt hat, sind mir viele in den Rücken gefallen. Und ich bin mir sicher, sie werden einige Splitter ausgeben, um sich Ruhe vor mir zu erkaufen. Hier, für deinen Scharfsinn. Sagtest du nicht, du hast kaum noch etwas? Hey, eine Frau weiß zu haushalten. Mhm. Halt die Ohren steif. Yeah. Halt die Ohren steif. Okay, so. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ich jetzt in das Banditenlager zurückgehe. Schön. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen, dass ich jetzt den armen Drog verbannt habe. Das tut mir irgendwie leid. Okay, der Drog tut mir jetzt wirklich leid. Der war wirklich unschuldig. Ich glaube, sie war wirklich schuldig. Wieso vertraue ich auch dem Alrik? Der Alrik ist selber ein riesiger Dieb. Warum habe ich dem vertraut? Verdient hat er das nicht. Oh Mann. Es ist immer wieder schön. Es ist immer wieder ein Riesenfest und eine Riesenfreude. Kleine Fehlerchen zu machen. Na gut, so. Mal gucken, kann ich mit der Kralle jetzt zufällig ihre Truhe aufmachen? Weil ihr müsst ja, glaube ich, noch ihre Truhe stehen, richtig? Grisus Truhe, die ist leer. Meine Truhe, da dürfte auch nichts mehr drin sein, ne? Ach so, da ist ein Brief. Ein letzter Gruß der Krallen. Okay. Den lesen wir dann gleich noch. Darius Truhe leer, Reds Truhe verschlossen. Ohne Schlüssel wird das nichts. Okay. Auftragstruhe. Bürostuhl. Hier. Ohne Schlüssel wird das nichts. Katastruhe. Ohne Schlüssel wird das nichts. Okay, der Xander ist auch noch ein Dieb. Hektors Truhe. Jasmas Truhe. Okay. Da war hier nämlich Katastruhe. Ohne Schlüssel wird das. Ohne Schlüssel wird das nichts. Naja, okay, ich hab's gecheckt. Mann, Mann, Mann. Ohne Schlüssel wird das nichts. Reds Truhe kriegen wir auch nicht auf. Die Frage ist jetzt ein bisschen, wie kriege ich ihren Schlüssel? Weil das mit den Gefährten haben wir ja schon gemacht. Also wir haben ja die schon hier alle Diebesmissionen abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas machen können. So, Brief von H. Ein letzter Gruß der Krallen. So, ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. H. Stand für Hektor, glaube ich. Okay. So. Was haben wir denn hier? Ich habe einen Attributpunkt. Yay. Was für ein Fest.
So, Spiel mit dem Feuer. Mehr als nur Freunde. Ich würde gerne mit der Dingen das machen. So, ich weiß noch nicht, an welchem geeigneten Ort ich Kalax treffen könnte. Er muss von den Alpsoldaten selten kontrolliert werden, damit ich Kalax dort allein treffen kann, ohne dass seine Soldaten oder Kampfmaschinen mir dort auflauern. Irgendwann wird mir diese fehlende Information aber schon in die Hände fallen. Ich muss nur Geduld haben. Okay. Alte Pflichten, Krieg der Maschinen. Konverter Ost-Xarkor, West-Xarkor. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir nochmal die beiden Konverter hier ab. Erstmal den Konverter in West-Xarkor. Gefährliche Gegend. Da waren wir ja eh schon. Zack, das war das Gift. Da! Eine Kristallratte, die offensichtlich Kristalle spuckt. Finde ich gut. So, wo ist denn der Ja, ich sehe den Konverter schon. Er ist ja direkt vor mir. So, einmal hier durch. Und dann schauen wir mal, dass wir hier jetzt reinmarschieren. Ich speichere mal eben. Da haben wir schon ein paar Alps und eine Kampfmaschine. Geronimo! Au, ich bin so gut wie tot. Und ich bin hintot. La 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 la. Ich liebe es. Halt das in der Truhe. Erstmal plündern ist ganz wichtig. Halt. Na toll. Wer denkt sich so ein Zahlenschloss aus hier? Zu einfach. Ja, das ist zu einfach. So, und dickes Blut. Was auch immer dickes Blut ist. So, speichern. Dann einmal Mana und Feuer frei. So, draufballern und bam. Weg mit dir, blöder Kampfkoloss. Ich mache jetzt mehr Damage gegen Maschinen. Was ganz gut ist, dass ich das geskillt habe. In weiser Voraussicht, dass wir ja eh gegen die Alps kämpfen müssen. Oh oh. Ich muss aufhören, mal so wie ein Depp hier mal reinzustürmen in so Massen. Ist schließlich kein Gothic 3 mehr, wo das funktioniert. Na toll, dadurch abgeschossen. Sensationell. Achtung! Wo kommt das Vieh jetzt her? Ach komm! Blödes Mistvieh! Hör auf, mich von hinten anzugreifen! Von wo kommt der auf einmal her? Der war doch vorhin nicht da. Ich trinke mir ein paar Heiltränke. Heiltrank trinken bitte. Dankeschön. Dankeschön. So. Ciao. Weg mit dir. Und du auch. Ciao. So. Maschinenzerstörer. Der Terminator ist ein Witz gegen mich. Kriegen wir auf jeden Fall alles hin hier. So. Wiesenkraut mitnehmen. Und dann looten, looten, looten. Looten, looten, looten. Und das Elex singt mir ein Lied. Das Lied der Verdammten. La, 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 la. Ha, ich muss aufhören zu singen. Singen ist nicht gut. Halt. Objektsicht. Nehmen wir noch mit. Da oben haben wir auch noch irgendwas. Machtstoß. Bei der Macht von Grayskull. So fühle ich mich immer, wenn ich das irgendwas Mächtiges aufhebe. Und wenn ich so. Yay! So, einmal speichern bitte.
die Alps verlassen sich auch unglaublich auf ihre Kampfmaschine, ne? Also gerade jetzt hier bei dem Konverter, der ist ja nur von Kampfmaschinen bewacht. Da ist irgendwie gefühlt, also mal schauen, ob oben noch irgendwas mehr ist, so ein Alp-Kommando oder irgendwas. Aber hier ist momentan eher Schicht im Schacht. Da hast du nur die Kampfmaschinen von den Alps. Aber kein Alp selber. So, speichern und nach oben. Kampfbereit machen. So, Piraten, sammeln! Au! So, ciao. Da haben wir Alpsoldaten. Aber die sind relativ fix tot. Das Krasse ist, die mächtigen Alps, weißt du, so mega gefürchtet, sind aber ultraschnell kleingeschnetzelt. Ihre Kampfmaschinen sind härter. Die Alps selber sind mittlerweile so, meh. Sind wie so Streichhölzer, die einfach zerbersten in meiner Hand. Was ich sehr begrüße. Oh. Ich brenne! I'm Burning Man! Hallelujah, it's Burning Man! Ich weiß, es ist Raining Man, aber ich fand irgendwie Burning Man hat gerade besser gepasst als Raining Man. So. Irgendwo sind hier noch Gegner. Die Frage ist, wo? Wahrscheinlich über mir. Also eine Etage höher. Könnte ich mir vorstellen in der Theorie. So. Fortschrittsbericht 1. Sehr gut. Den lesen wir dann auch nochmal eben. Verschlossen. Hacken. So, was haben wir? Kleine Größe. Okay. 2 ist kleine 4, ist kleine 7, ist Größe 8. So, 4 und 7 ist richtig, die 2 kommt nicht vor. Die 0 ist kleiner als 4, die 7 ist größer als die 5. So, geht doch. Hervorragend. Haben wir das auch gelöst. Das kleine mathematische Rätsel. Hat Ultra, ist es ja... Puh, das lohnt sich Ultra hier. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja. Uno momento, por favor. Creak. Creak, creak. Creak, 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 creak. Creak, creak. Creak, 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 creak. Creak, creak, creak. So, saving. Und dann einmal nach oben, bitte. So. Das Geile ist, wenn du einen Aufzug hochfährst, dann ist das mega ätzende, dass du ja nicht rauskommst, die dich aber schon angreifen können und du aber nicht rauskommst. Du kannst auch nicht mit dem Jetpack rausfliegen zum Beispiel, das geht nicht. So, ciao. Da haben wir das ja auch erledigt. Der Konverter gehört uns. Und er wird auch gleich abgeschalten werden. Wieso die Kai hier noch in Angriffsformation steht, ist mir auch ein kleines Rätsel gerade. Weil hier kein Gegner mehr ist. Wir werden zumindest angeblich von nichts mehr angegriffen. Obwohl die Kampfmusik noch da ist. Interesting. Weiß die Kai ja mehr als ich oder hat die sich einfach nur festgebackt hier gerade? Room. Verschlossen. 3 von 3. Ach du Schande. Aha, okay. Halt. Zack, zack. Das war wohl nichts. Ja, okay. Jetzt haben wir Kampfmusik wieder. Nee. So. Einmal nach hinten. Nach vorne. Ja, 50-50 Chance. Toll. 50-50 Chance. Und was passiert? Richtig, der Hepi vergeigt's. Es ist hervor und hier nach hinten gemusst. So, jetzt aber. Zu einfach. Ja. Ich habe bloß einen Dietrich kaputt gemacht. Schatulle, alte Münze. Schatulle, könnte wertvoll sein. Okay.
So, einmal speichern. Abzugsbefehl. Konverter, Hauptschalter. Ciao, lieber Konverter. Da singt uns das Elex wieder ein Lied. Finde ich gut. Kai, wie schaut's aus? Warum bist du in Kampfstimmung hier? Tja. Die Kai ist ja irgendwie nur in Kampfstellung, aber die ist ja festgebackt irgendwie, habe ich das Gefühl. Also es ist ja kein Kampf hier. Mal gucken, ob sie uns folgt, wenn wir uns dann wegteleportieren oder irgendwas. Hier sind übrigens keine Dinge. Guck mal. In den anderen Dingern standen hier überall so Kapseln. Wo die... Na, wie hießen diese Kapseln wieder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren hier in anderen Konvertern überall Leute drin. Hier nicht. So, haben wir wieder eine Notiz irgendwo? Nö. Aber eine Drohnenkontrolle. Die ich sehr gerne mitnehme. Ich hoffe, die Kaya folgt mir jetzt wieder, weil die hat sich jetzt echt festgebackt unten. Ah, jetzt ist sie wieder da. Warum auch immer jetzt auf einmal. Ich habe keine Ahnung. So, haben wir hier irgendwas Wertvolles? Elexit auf jeden Fall, beziehungsweise Elex. Fortschrittsbericht Teil 2, den nehmen wir auch mal mit. Schau mal, was wir da Schönes drin haben. Und Plasmazellen. Yay, können wir alles verkaufen. Objekt ES-23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle! Lasst mich los! Fixiert ihn. Er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein, tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein, bitte nicht! Okay, Stufe 1... Von was? Haben sie den in den Konverter gesteckt und dann versucht, sein Elex zu extrahieren? Kann das sein? Wir gucken mal ganz kurz auf die Türme hier, ob hier noch weitere Nachrichten sind. Hier ist auch, das ist auf jeden Fall ein größerer Konverter als die anderen. Es ist auf jeden Fall ein deutlich größerer Konverter, weil der mehr Dinge hier hat. Wir fahren also mehr so Landeplätze, wo die Alps mit ihren Shuttles landen können. Interessant, jetzt würde mich aber interessieren, was Phase 2 des Projekts war. Mal schauen, was da oben noch ist. So, von da hinten kommen wir ja. Jetzt gehen wir mal hier hin. Und gucken mal, ob wir da noch irgendwo einen Forschungsbericht finden. Irgendeine Notiz oder irgendwas, die uns sagt, was die Alps hier gemacht haben. Ich glaube, von hier komme ich, oder? Nicht gut. Gar nicht gut. Nee, ich komme nicht von hier. Oder doch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay, schau mal, wenn ich jetzt hier hochgehe. Wir merken uns mal eben das hier und gehen mal ganz kurz zurück. Ich komme doch eh nur durch eine Seite rein, oder? Ich glaube, nee, von hier bin ich gekommen. Das müsste da... Da war noch irgendwas. Ah, eine Zigarettenpackung. Schön. So, was haben wir hier oben noch? Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Hier kommen wir nicht rein. Aber hier sind noch die ganzen Machtdinge, also Drohnenkontrolle und so weiter. Das heißt, hier waren wir definitiv noch nicht. Da hinten ist übrigens der Eispalast. Da ist der Eispalast. Da ist er. Tja, wir sind im Herzen von Xarkor angekommen.
Das Tolle ist, dass da oben ist der... Hier. Eispalast. Da gibt es noch einen Wegpunkt dahin. Habe ich jetzt eigentlich dann alle Wegpunkte aktiviert? Ja, ne? Ich glaube, ich habe jetzt alle Wegpunkte. Ne, hier fehlt noch einer. Tawar-Gebirge fehlt uns noch. Und halt der beim Ost-Xarkor, der Konverter. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir tatsächlich alle Wegpunkte aktiviert. Schön. Also gut, den müssen wir noch aktivieren hier. Da können wir wahrscheinlich eh dann nochmal hinlaufen. So, dann würde ich sagen... wir teleportieren uns mal schnell dahin. Dann kommen wir zum Konverter. Und schalten den dann einfach ab. So, speichern. Der gute alte Konverter ist aus. Ja. Ein Platon, Plankton. Wie heißen die Viecher nochmal? Ich kann mir den Namen nicht merken. Patron. Vorsicht! So. Jo. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Oder die Mutter des Breitschwerts. Danke, Kaya, dass du mich gerettet hast. Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet. Au. Trotzdem hat er mich erwischt. Nicht gut. Aber was soll's, wir können uns heilen. Große Elixidbeutel, Metallschrott, Goldbrocken, nehmen wir alles mit. Da lag noch irgendwas. Nein! Oh, fast runtergeflogen. Lass mal zählen, habe ich fast vergessen. Was ist das hier? Reisetasche. Suppe, guter Teller, guter Löffel. Lecker. Die Suppe ist bestimmt noch gut, so wie der LKW ausschaut. Yam, 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 yam. Ich wollte schon immer so eine richtig alte, abgestandene, schimmelige Suppe essen. Da die ist bestimmt richtig würzig. Da kriegst du noch was für dein Geld. Kriegst du noch mega was geboten. So. So, eben mal speichern. Nachdem wir uns geheilt haben. Vorsicht! Und dann die Schneeklaue hier weg. Ja, ist klar. Blödes Mistvieh. Es ist schon irgendwie ein bisschen ätzend, dass alle Gegner nur andere Skins haben und der Angriff etc. alles immer gleich ist. Das ist schon ein bisschen arg einfallslos, finde ich. So. Zwei auf einen Schlag. Finde ich gut. Ach, da haben wir auch noch einen. Dann killen wir dich auch noch weg. Komm her. Na, komm her. Meets, 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 meets. Meets, 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 meets. Und ausgemietzt. Was haben wir da unten? Terrorvögel oder irgendwas? Oder Eisvögel? Wie auch immer die hier nochmal heißen. Halalalalala. Ram, da, ram, da, dam. Dam, da, ram, da, dam, da, dam. So, wo sind wir hier jetzt? Ist das jetzt der Weg Richtung Konverter schon? Ja, oder? Sieht aus, als wäre das eine... Halt, was war das? Ah, ein kleiner blauer Stein. Hervorragend. Dann kann ich dir endlich mal merchen. Oder zu einem größeren blauen Stein zusammenfügen. Oh, gruselig. Was heißt... Nein, das ist nicht gruselig. Das ist mega gut, weil damit... Machen wir dann noch mehr Damage. So, hacken. Okay. 9 ist größer 5. Kleiner 7, größer 4. Aha, die 5 und die 7 sind an der falschen Stelle. Machen wir mal hier. Die 7 ist größer als die... 6 ist kleiner als die... Nee, warte mal. Die 6... 7 ist größer als 3, ist größer 5, ist größer 2. Geht doch. Ha! Geil. Amulett des Schleichers. Hervorragend. Und eine Schatulle. Nehme ich doch alles gerne mit. Den ganzen Krempel können wir dann verkaufen.
obwohl ich nicht so ganz weiß, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Klar, ausgeben, aber wofür? Für Heiltränke vielleicht? Oder Schnaps, dann könnten wir uns Heiltränke brauen. Da ist noch Elixid. Das ist immer so lächerlich, wenn hier ein Elixid-Splitte rumliegt. Das ist echt lächerlich. Weil das bringt dir halt gar nichts. So. Gucken wir mal. Was haben wir hier noch? Da war gerade ein Vieh. Da wusste ich doch, dass da ein Viech war. Ich habe es tatsächlich gesehen, das Viech, dass es da lang gesprungen ist, aber ich habe es nur aus den Augen verloren. Na gut. Und da ist der Konverter. Da speichern wir vorher. Der wird bestimmt nämlich, ja genau. Der wird von einer Kampfmaschine bewacht. Und Mutanten, glaube ich, oder? Nee, das ist ein Alp, oder? Du bist ein Alp. Nee, eine Kampfmaschine. Okay. Ja, ich hasse diese Dinger. Nein, du greifst mich nicht an. Stirb! Gott sei Dank. Ich war kurz davor zu sterben. Hatte kaum noch Leben hier gerade. Er ist doch nicht gut. Das kann man mir doch nicht antun, verdammte Axt. Ich bin der Berserker dieses Landes. Und ich richte über euch. Ihr werdet alle sterben. Denn ich bin der wahre Herr von Xarkor. Zum Angriff! Für die Menschheit! Aua! Hör auf, mir den Rücken zu schlagen. Kämpf wie ein echter Mann, du blöde Maschine. Stell dich mir. Greift sie mich von hinten an, weißt du, und schlägt mir in den Rücken. Sowas Ehrenloses. Naja, was willst du von der Blechbüchse anderes erwarten? Geht die auch nicht anders, hätte ich gesagt. So, wir haben keinen Heiltrank mehr. Finde ich hervorragend. La 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 la. So. Lass meine Freundin in Ruhe. Wer sich mit meiner Freundin anlegt, wird leiden. Okay, Kai hat offensichtlich keine Lust mehr gehabt auf die Maschine, darum hat sie mir einfach entgegengeworfen. Oh, Elixid, Eisenerz. Ja, warum nicht? Nehme ich alles mit. So, da wird ganz brav das Elix extrahiert. Oh ja, das lohnt sich ultra, wegen dem einen Elixidbrocken da eingefroren zu werden. Das hat sich gelohnt. Wie kommen wir jetzt in diesen blöden Konverter rein? Der Wegpunkt müsste jetzt auch hier irgendwo sein, ne? Das ist da oben. Das lilane hier. Wo ist denn der? Bin ich dran vorbeigelaufen? Hallo, Teleporter, komm her, wo bist du? Ich bin im Teleporter vorbeigelaufen. Hä? Gefährliche Gegend. Nee, der Teleporter muss hier irgendwo sein. Das ist der Marker, den ich gesetzt hatte. Der Teleporter muss jetzt hier... Ja, na klar. Warte, mach ich noch einen Heiltrank? Hirnkleber. Nein, brauche ich nicht. Ich hätte gerne ein Heiltränkchen. Großer Heiltrank. Mächtiger Heiltrank. Heiltrank. Quickslot zuweisen. 16 Stück. Ja, geil. Und speichern. So, haben wir das. Ja.
Oh. Ich speichere mal lieber, wenn der Kampfkoloss denn tot ist. La 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 la. Ah ja, ich friere. Ich toll. Ja. Der Kampfkoloss flieht ins eisige Gebiet. Mhm. Macht Sinn.